Hi. Kennt mich noch so, ne? Bisschen grauer, bisschen älter. Warum melde ich mich jetzt hier auf YouTube? Ganz einfach, wir wollen jetzt auch den Kanal bei YouTube von Rockstar TV bespielen. Und da kommen wir gleich zum ersten Highlight auch schon. Rockstar TV geht zu YouTube auch. Es war ein langer Prozess, ob wir das wirklich machen sollten, weil ich habe da meine eigene Welt eigentlich halt um Rockstar.tv aufgebaut und wollte eigentlich halt, dass diese Videos eher auf Rockstar.tv erscheinen. Gut, wir haben uns doch denn dazu entschieden, zu YouTube zu gehen. Und warum melde ich mich heute dann auch? Weil wir wissen alle, die Fahrradindustrie steckt momentan, ja, kann man sagen, in einer Krise. Viele einzelne Firmen müssen nachfinanzieren, viele sind insolvent. Produkthersteller wie auch Online-Geschäfte sind insolvent gegangen. Und dennoch wurde ich überrascht, sagen wir es mal so. Viele haben es schon gesehen auf Instagram. Ich kann euch heute präsentieren. Pivot Europa hat mir das Shuttle LT für die Saison komplett zur Verfügung gestellt. Was ist das Shuttle LT für eins? Es ist ein E-Bike. Es ist noch die alte Variante mit dem EP8 Motor, nicht mit dem EP801, der jetzt vor über einer Woche rausgekommen ist. Was ist verbaut? Kashima Biostütze, eine Fox 38, ein Floater X2, der EP8 Motor. Es ist ein XTR Schaltgruppe mit drin, mit inklusive Bremsen. Ich habe aber die Erlaubnis von Pivot bekommen, dass ich dieses Fahrrad umbauen darf. So sieht es jetzt aktuell aus. Ne? Also ihr seht es, ne? Mein Kameramann ist richtig cool. Er zeigt euch das jetzt auch hier so ein bisschen. Ne? Schwenkt man mal hier so rüber und dann gehen wir auch mal nach hier vorne halt. Ich liebe meinen Kameramann. Ist halt einfach ein geiler Gimbal. Weiterhin werde ich gesponsert von Maxxis Reifen. Neu dazugekommen ist Esculap Sattelgriffe auch für mein Gravelbike. Und ich werde mir aber auch noch von Pivot ein anderes Fahrrad zulegen. Und das werde ich euch dann gegebenenfalls, wenn es dann da ist, weiß gar nicht, hole ich es aus Stuttgart ab persönlich? Ich glaube, ich habe es versprochen, ja. Also das wird ein richtig schönes Video werden. Roadtrip zu Pivot Cycles nach Stuttgart und dann werde ich es dort abholen. Lasst euch mal überraschen, welches es sein wird. Vielleicht ist es mal farbenfroher, vielleicht ist es aber auch, schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, wie ich mich auch über das Shuttle LT von Pivot, was ich jetzt für ein Jahr bekommen habe, um es zu fahren. Und vor allen Dingen, wenn ihr der Größe von mir seid, ihr dürft es auch fahren. Also ihr dürft mich auch mal ruhig ansprechen. Ich nehme dann was von euch als Pfand. Sollte den Preis natürlich übersteigen. Nein, Quatsch, alles schon gut. Ich weiß ja, wer ihr seid. Was gibt sonst noch Neues bei Rockstar TV zu sagen? Ja, wie ihr es wahrscheinlich bald mitkriegt, wir sind gewachsen. Rockstar TV ist ordentlich gewachsen, vor allen Dingen im letzten Jahr. Da haben wir den Christoph dazu gekriegt, unseren Gravelbike- und Mountainbike-Spezialisten, der das junge Blut der älteren Herren verjüngt, um das mal vielleicht so zu sagen. Und dann, es ist auch eine weibliche Person bei uns seit neuestem, die Nora. Und wir haben der Nora auch schon einiges verschafft. Sie fährt jetzt auch Gravelbike, vor allen Dingen mit einem M83, einem Vagabund.
was sie sich dort auch aufbauen durfte und sie liebt es. Das sind so die Informationen, die ich habe. Und wir sind jetzt da wirklich vier Leutchen, die Roxa TV bespielen. Christoph Nora werden mehr so Social Media in dieser Art und Weise machen. Andreas und meine Wenigkeit weiterhin im Podcast und ich halt jetzt YouTube. Ja, ich gehe auch nochmal als alter Sack in den Bereich YouTube. Was soll ich euch erzählen? Irgendwie, was erwartet euch hier auf diesem Channel? Dieser Channel wird nicht nur sein, dass ich Produkte vorstelle, wie das schon zigtausend von euch da draußen machen oder von den anderen YouTubern oder Trails euch zeige, sondern nein, es wird ja auch einen Talk geben. Talk mit Leuten irgendwie hat, die man einfach mal zwischenzeitlich trifft, dann das Kameraset aufbaut, weil wir sind extrem mobil unterwegs. Da wird es halt einfach einen Talk geben und mit verschiedenen Personen aus dieser Bike-Branche, die Fahrrad fahren, die aber auch dort drin arbeiten werden. Also so gesehen, so ein bisschen den Podcast rüber ins Bildliche zu schaffen, aber nicht dem Podcast Konkurrenz zu machen. Bitte nicht falsch verstehen. Es wird ein bisschen alles anders sein und gut. Thema Sponsoren. Leute, es ist schon ziemlich kurios, was so in dieser Branche abgeht irgendwie. Viele Versprechungen werden gemacht und werden im Nachhinein nicht gehalten. Das sind so die letzten Erfahrungen, die ich über die ganzen Jahre hinweg gemacht habe. Ich muss mir da selber auch mal irgendwie halt so ein bisschen an die Nase packen. Einiges habe ich auch für viele andere nicht geschafft. Das ist Selbstkritik, aber das muss auch mal sein. Ne? Und das wisst ihr ja auch. Selbstkritik, Selbstreflexion ist was ganz, ganz Wichtiges. So, wollt ihr das Ding mal in Action sehen? Gut, im nächsten Video werde ich euch mal ein bisschen mehr von dem Shuttle LT erklären, wie ich es hier im Ruhrpott durchs Gelände jage mit GoPro-Aufnahmen. Danke auch an GoPro, dass wir alle drei eine Kamera gekriegt haben. Danke auch an Sportsnarts, eher gesagt Lead, dass ihr uns komplett eingekleidet habt. Auch in dieser schweren Situation der Bike-Industrie und Bekleidungsindustrie im Sportbereich des Mountainbikens und Gravelbikens. Und vor allen Dingen danke an mein Team, an Andreas, Nora und Christoph. Ich hab euch lieb. In dem Sinne, schönen Tag.